Willkommen zu einer weiteren Folge von Pflanzen gegen Zombies und davon das Let's Play mit euren Pflanzen im Überleben-Endlos-Modus. Ja, ich will mich erst nochmal an dieser Stelle ganz herzlich bei den beiden Pflanzenvorschlaggebern des letzten Versuches bedanken. Das hatte ich am Ende nochmal vergessen. Wir sind nämlich super weit mit den Pflanzen gekommen, nur leider haben wir es dann nicht ganz so toll hinbekommen am Ende, beziehungsweise ich habe es mal wieder vermasselt. So, und heute geht es weiter mit einem Vorschlag, der schon ziemlich speziell war in seinem Aufbau, und zwar von Kilian Broske. Broske, ja, genau. Und zwar wollte der, dass wir, die Stinkpilze nehmen und da die Erweiterung draufsetzen und die inneren Reihen dann praktisch mit Stachelkraut abdichten, um die um die Zombies von uns fernzuhalten. Nimm. Was haben wir jetzt alles gebaut? Das brauchen wir. Und wir sollten noch irgendwas bauen, um die Eimer-Zombies wenigstens ein bisschen aufzuhalten. Können wir eigentlich dich hier nehmen, ne? Können wir doch eigentlich gerade... Nee, der ist so teuer. Nehmen wir gerade das. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges vergessen. Hake haben wir noch dabei. Hatten wir das letzte Mal schon geguckt. So. Dann wollen wir mal loslegen. Mal sehen, ob das klappt. Also ich werde den Aufbau dann nochmal während des Aufbauens erklären. Jetzt schlafe ich schon wieder. Nicht gut. Na, wir machen das jetzt so. Och, natürlich, jetzt kommt der Zombie da unten. Du blöder Zombie. Brauchst gar nicht so rumzustehen. Dich hat keiner mehr lieb. Geh nach Hause. Ach. So ein blöder Zombie aber auch. Und so wie ich sehe, kommt der nächste Zombie bestimmt auch in eine Reihe, wo ich bis jetzt noch keine Erbsenkanone habe. Verlier endlich deinen Kopf. Geht doch. Ah, nee, Glück gehabt. Ab und zu habe ich auch mal Glück. So, ich darf nicht vergessen, im Wasser da noch Pflanzen zu setzen. Das könnte sonst böse enden. Nicht für mich, sondern für die Zombies natürlich. Oh, da kommt schon der erste Miesepeter-Zombie. So, da wir eh in die Reihe voll viel Stachelkraut bauen wollen, können wir das ja da schon mal vorbereitend hinsetzen. So, als nächstes sollten wir hier im Wasser vielleicht mal anfangen, was zu bauen. So. Und wir sollten unsere letzte Sonnenblumen setzen. Je früher wir die Sonnenblumen nämlich fertig haben, desto mehr Sonnenblumen haben wir halt dann auch im Endeffekt. So, ich setze im Wasser gerade mal schnell hier so eine Erbsenkanone hin. Ich baue das da nachher noch um, damit es zu dem Aufbau passt. Aber wir wollen ja jetzt keine Wellen verlieren. Wir wollen es ja schaffen. So. Der Aufbau sah wie folgt aus, dass wir jetzt an dieser Stelle ganz außen, also oben und unten in die Reihen, diese Stinkmorchel bauen. Oder zumindest versuchen. Und damit fangen wir jetzt an. Ah, ich habe den Knoblauch vergessen, macht nichts. Wir sind eh noch nicht so weit, als dass wir den Knoblauch jetzt schon bräuchten. Verlier endlich deinen blöden Pylon und deinen Arm und deinen Kopf. Sei ein guter Zombie. Aber Zombie, so ist gut. Aber ich mag es, wenn der Zombie aufs Wort hört. Ich denke, so langsam hat jeder den Aufbau ein wenig verstanden, der dahinter steckt. Wenn nicht, werde ich es gleich nochmal erläutern. Also, der Plan sieht wie folgt aus. Wir bauen im Wasser, auch da noch kommt,
ganz viele Stinkmorchelpilze, so wie in der obersten und der untersten Reihe. Und immer die Reihen jeweils zwischen Wasser und außen werden vollgebaut mit Stachelkräutern. So wie ich das hier schon angedeutet habe. Och komm jetzt, nerv mal nicht so rum. Der Eimer-Zombie, ey. Was bildet er sich denn ein? So. Als nächstes sollte ich dann vielleicht mal versuchen, eine Doppel-Sonnenblume zu bauen, damit wir mehr Sonnen kriegen, weil das wird richtig teuer. Weil die Stinkmorchelpilze werden ja jedes Mal auch teurer. Oh, Schande. Das wird ein lustiges Spiel, merke ich schon. Wobei lustig eher in dem Fall ironisch gemeint war. Sehr ironisch, äußerst ironisch. Ah, jetzt komm schon. Das war mehr als knapp. Mehr als knapp, liebe Freunde. Das war schon... Unser Freund kommt auch ganz schön bedrohlich näher. Komm, latsch dir doch die Füße kaputt. Du bist mit deinem Eimer so langsam und müsstest mit dem Gewicht von dem Eimer dich so tief da in den Boden rammen. Das müsste dich direkt weghauen. So, da machen wir jetzt sicherheitshalber auch mal so hin. Ich werde das, wie gesagt, noch dem Vorschlag anpassen, aber ich will ja erstmal überleben. Weil wenn wir nicht überleben, nutzt uns gar nichts. Das wollte ich nicht klicken. So, als nächstes sollten wir anfangen, im Wasser unsere Stinkpilze zu setzen. Rauf auf die Stinkpilze. So, jetzt kommt die nächste Welle. Mal sehen, wie weit wir jetzt schon durchstehen können. Wir haben immer noch keine Doppelsonnenblume gebaut. Ist mir nur gerade so aufgefallen. Ach, dann bauen wir wenigstens hier schon mal die erste verstärkte Bodenplatte. Wow. Zerfresst nicht meine schützenden Pilze. Stahlbar kostet jetzt 175. Nein. Stahlstein heißt's ja. Ach, komm schon. Was soll's, wir bauen die erste Doppelsonnenblume. Wir brauchen die Sonnen. So, damit haben wir wenigstens schon mal die Stachelkräuter überall hingebaut. Was haben wir jetzt? Die blöden Idioten. Ach, an die habe ich gar nicht gedacht. Wir nehmen das mit, das nehmen wir mit. Wir brauchen auf jeden Fall die Kaffeebohne, die und das und... Wenn wir schon dabei sind, tun wir... Was bauen wir denn hinten im Wasser hin zum Schutz? Weiß nicht. Das nehmen wir aber sicherheitshalber mal mit. Und die nehmen wir mit, die sind gut gegen die Luftballon-Dinger. Müsste eigentlich ansonsten ganz gut ja gehen. Aber sicherheitshalber noch irgendwie sowas in die Richtung mitnehmen. Ist vielleicht nicht schlecht. Sicher ist sicher. Hopp, 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 ich brauche Sonnen. Noch mehr Sonnen. Viel mehr Sonnen. Da kommen schon wieder die blöden Zombies. So.
Jetzt seht ihr gleich dieses blöde Ding da mal in Aktion. Blöd ist es gar nicht, das ist ja sehr sinnvoll. Das pustet nämlich sehr stark. So, und ich baue deswegen zuerst die Schirmblätter, weil ich auf keinen Fall welche meiner schönen Pflanzen, die meine Grundverteidigung darstellen, beziehungsweise meinen Rückhalt, meine Sonnenblumen, verlieren möchte. So, das muss ich ein bisschen angleichen. Also ihr seht schon, diese, wie heißen sie, Stinkmorcheln haben ganz schön Power hinter der Mütze. Damit sind sie auf jeden Fall eine gute Wahl. Und ich darf auf keinen Fall vergessen, bei der nächsten Welle den Knoblauch einzupacken. Sonst sehe ich bald ziemlich alt aus. Was kostet es mittlerweile? 250. Naja, noch geht's. Vielleicht sollte ich sicherheitshalber erstmal noch da ein paar Gartenkräuter hinbauen. Damit die Zombies, die an den Nüssen rumnagen, sich die Füße kaputt latschen. So. Ja, liebe Zombies, wir warten auf euch. Ihr müsst euch aber nicht beeilen. Lasst euch ruhig Zeit. Nein, sie machen meinen Stachelkräuter kaputt. Hatte ich ganz vergessen. Dann sollte ich da oben gleich mal mein Stachelkraut verbessern. Ah, sonst passiert nämlich sowas wie da unten. Komm schon, ich brauche nur 275 Tonnen, hey. Ich glaube, dass die gar nicht mal das Problem sind. Nee, die baue ich hinten hin. Damit sie geschützt sind, damit falls irgendwann Ballonzombies kommen, die auch gegen die Ballonzombies vorgehen können. Oder gegen Buddelzombies, die sich nach hinten buddeln. Somit schießen sie jetzt immer dahin, wo man sie braucht. Ist ja auch was Feines. So, da bauen wir auch nochmal hier. Wir rüsten gleich auf. Damit das gemeine Fußvolk der Zombies sich ordentlich alles kaputt macht. Aber es gibt auch gar kein liebes Fußvolk der Zombies. Es gibt nur gemeines Fußvolk der Zombies. So, auch gleich aufwecken lassen. So, gleich wird noch ein zweiter Stinkpilz im Wasser gebaut. Ungefähr jetzt. Und aufwachen lassen. So, was soll's. No risk, no fun. Da kommt hoffentlich eh keiner durch. Hoffe ich. So, vierte Welle. Bisher noch ohne größere Probleme. Sehr schön, so habe ich es gern. Dieses blöde Stachelkraut braucht ganz schön lang, bis es sich auflädt. Also das Stachelstein-Zeugs. Nicht das Stachelkraut selber. So. Das war's auch schon wieder für diese Folge und wir sehen uns dann wieder in diesem Versuch in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!